Energie Cottbus gegen Tasmania Berlin im Stadion der Freundschaft. Die Favoritenrollen hier natürlich ganz klar verteilt. 3380 Zuschauer waren dabei in der Lausitz. Im Trikot des FC Energie zum ersten Mal Elias Bethke. Mann aus dem eigenen Nachwuchs. Er gab sein Regionalliga-Debütstahl, war angeschlagen. Trainer Pele Wollitz mit einer guten Serie, 5 Spiele in Folge hatte man nicht verloren. Und Cottbus begann dominant die 10. Minute. Zografakis, erste Gelegenheit für die Gastgeber. Nikos Zografakis vorbereitet das Ganze von Kapitän Borgmann, der ein überragendes Spiel machte, und Zografakis scheitert an Kovac. Die 13. Minute, Energie im Vorwärtsgang. Der Ball kommt irgendwie zu Putze. 1:0 Cottbus, Joshua Putze. Das 4. Saisontor für den Mittelfeldmann. Aber welch ein Abwehrschnitzer von Tasmania. Das sehen wir hier. Brechler schlägt das Luftloch und ermöglicht Putze das 1:0. Hasse hatte vorgelegt. Ärger natürlich bei Tasmania. Durch einen individuellen Fehler liegt die Mannschaft hier früh zurück. Cottbus dominant, Cottbus offensiv. Die 30. Minute, das ist Mäder. Yannick Mäder, da muss er natürlich mehr draus machen. Die Vorarbeit wieder von Borgmann. Und Mäder trifft hier aus 4 Metern das Tor nicht. Die 31. Minute. Was macht Torhüter Kovac? Rutscht aus beim Abstoß. 2:0. Energie Cottbus. Erik Engelhardt sagt Dankeschön. Tasmania verzweifelt an den individuellen Fehlern. Diesmal also Elvin Kovac, der Torhüter, will den Abstoß kurz ausführen. Mäder mit der Vorarbeit und Engelhardt kompromisslos. 2:0. Der Patzer von Kovac. Und Cottbus nimmt auch dieses Geschenk dankend an. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe Tasmania ein bisschen offensiver wurde und ehe sich dann Elias Bethke, der neue Torhüter, zum ersten Mal auszeichnen konnte. Hat ja leichte Probleme beim Schuss von Frölian, hat den Ball dann aber sicher, Bier hätte ohnehin im Abseits gestanden. Die 44. Minute, Cottbus wieder über links, diesmal Zografakis mit der Flanke auf Engelhardt. Der ist alles, aber kein Kopfball, ungeheuer, trifft ja nur die Latte. Erik Engelhardt, 1,79 Meter, ist er groß, hier fehlte wenig. Mit 0:2 aus Sicht von Thomas Franke ging es in die Kabine, aber Tasmania wurde nach dem Seitenwechsel besser. Vor allem, weil Kolja Uden sich steigerte. Hier der Flankenball, der wird da fast noch zum Torschuss, streicht allerdings vorbei am Tor von Bethke. Die 51. Minute, Cottbus zeigt, wie man schnell das Spielfeld überbrücken kann. Toller Pass aus der eigenen Hälfte und da ist wieder Engelhardt. Erik Engelhardt zuletzt ja mit einem Doppelpack in Meuselwitz. Hier war er schon ganz dicht dran. Minute 54. Uden lässt da Eisenhut stehen. Uden im Strafraum scheitert an Elias Bethke. In der ersten Halbzeit fast beschäftigungslos. Jetzt kann sich der Torhüter auszeichnen gegen Kolja Uden. Die 60. Minute. Pronischew war mittlerweile eingewechselt worden mit der Nummer 10 dort zentral. Profitiert hier fast vom Fehler von Kovac. Der Keeper macht seinen Fauxpas gerade noch gut. Elvin Kovac, die 66. Minute. Da ist wieder Pronischew. Ball hier zunächst geblockt, aber Tasmania verteidigt das schlecht. Sie bekommen den Ball nicht weg. Engelhardt im Strafraum, Engelhardt ins Tor. Erik Engelhardt, 3:0. Energie Cottbus. Aber Tasmania muss sich hier natürlich fragen lassen, wie sie das verteidigen. Sie haben da 4 Mann im Zentrum. Keiner geht rauf auf Engelhardt. Und der spitzelt den Ball an allen vorbei ins Tor zum 3:0. Das Spiel natürlich entschieden, aber Tasmania zeigte zumindest Moral. Nigel Beer, schöner Pass hier auf Uden. Der legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Bethke ist da. Tolles Spiel bei seinem Regionalliga-Debüt. Wollitz hatte in der Schlussphase noch einmal durchgewechselt. Einer der Neuen ist Malcolm Badu. Da ist Malcolm Badu. 4:0 Energie Cottbus. Malcolm Badu, der 6. Saisontreffer. Für ihn Borgmann wieder mit der Vorarbeit
auf dem linken Flügel. Engelhardt köpft den Ball per Aufsetzer zu Badou und der hat keine Mühe, das 4:0 nach 82 Minuten. Kovac diesmal ohne Chance, Badou lauerte am langen Pfosten, das war es aber noch nicht, die 89. Minute. Zografakis auf dem rechten Flügel, antrittsschnell und mit dem Auge für den Nebenmann, Kujovic, 5:0, Energie. Arnel Kujovic, der Mann aus dem eigenen Nachwuchs, erstes Regionalligator. Für ihn, das wurde natürlich gebührend gefeiert. Engelhardt hatte das Ganze eingeleitet. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. Zografakis, schnell nicht zu stoppen und dann der präzise Pass auf Kujovic, das 5:0. Ein klarer Sieg am Ende für Energie Cottbus, auch wenn Trainer Pele Wollitz natürlich ein wenig Licht und Schatten gesehen hat. Wenn wir für Cottbus spielen, brauchen wir 100% Konzentration. Jeder Gegner macht bis zum Schluss immer weiter. Selbst heute beim 3:0 war das Spiel, das war zwar zu, aber trotzdem hat Tasmania immer alles versucht. Und deswegen muss man sich hier erstmal so eingewöhnen, dass du immer eine hohe Konzentration hast. Wenn wir die haben, haben wir eine richtig gute Mannschaft. Ich weiß, was zu verändern ist. Tasmanias Trainer haderte vor allem mit den individuellen Fehlern seiner Spieler. Langsam ist man da mit dem Latein am Ende, weil man redet gut zu, man ist sauer, man macht eigentlich jede Phase durch mit den Jungs. Aber irgendwann ist es eine Qualitätsfrage und dann muss man sich die stellen und dann reicht es halt einfach nicht. Und gegen so eine Spitzenmannschaft zu Hause ist es sehr, sehr schwer dann. Energie feierte den Doppelpacker Erik Engelhardt, Energie feierte den 5:0-Sieg. Die Lausitzer jetzt mittlerweile 6 Spiele in Folge ohne Niederlage.